Am 26. bis zum 29. August fand in Seida das 50. Bergfest statt. Ab 10 Uhr fanden sich dann am Samstag in Seida zum 19. Oldtimer-Treffen einige Oldtimer-Fans mit ihren alten, klassischen Gefährten ein. Dabei wurden die mit viel Liebe behandelten Oldtimer stolz präsentiert bzw. vorgestellt. Einer, der bei keinem Oldtimer-Treffen fehlen darf, ist der Herr Breuer aus Lengefeld. Was hat er denn heute wieder mitgebracht? Eine kleine Mercedes-Feuerwehr, L1500S, Baujahr 43, 60 PS. Habe ich 1995 mal aufgebaut. War als Reserveauto für ein Abschleppauto mal gedacht. War es denn viel Aufwand, der hier reingesteckt wurde? Ja, immer noch mein Motor war dann auch kaputt. Und so will das ringsrum, bis er erstmal wieder blau-grau sah, weil er ja rot angemalt war. Das ist mit der Originalfarbe, wie sie hier ist? Das war original, blau-grau. Ab 43 haben sie es meistens sandbeige dann noch gemacht oder Fleckdorn. Gibt es denn für solche Fahrzeuge noch Teile? Ja, ab und zu musst du gleich einen kompletten kaufen zum Ausschlachten. Und wie viele haben Sie da zu Hause? Ja, mehrere. Also, ja, die Magirus-Feuerwehr noch und ja, ein paar BKW. Es gibt ja einiges, was Sie da empfunden haben. Mhm. Aber es macht immer noch Spaß und es gibt auch immer noch genügend bei solchen Treffen auszutauschen untereinander, oder? Ja, man trifft immer noch ein paar Alte, die waren immer jünger, weißt du. Jetzt sind wir ja schon recht alt langsam. Okay, dann vielen Dank. Bei der Ausfahrt nehmen Sie teil heute? Ja, wir werden los vorne in Hemm machen. Dann. Wir hoffen ja, dass noch ein bisschen Wasser bleibt. Ne? Was ist das für eine Maschine und wie ist die in dieser Größe zustande gekommen? Also das ist ein Dampftraktor und ein Modell im Maßstab von 1:3. Also es gibt ein originales dazu und das haben Sie sich quasi angepasst extra? Jawohl. Wie kommt man auf die Idee? Ja, das ist ja Hobby. Das ist Hobby. Was ist denn das Schwierige dabei? Was muss man denn bei der Umsetzung zu beachten? Ja, Umsetzung, erstmal die ganze Konstruktion, das Bauen, ist alles im Eigenbau entstanden. Wie kommt man denn an das Wort? Ja, alles selber gemacht. Jawohl, selber gemacht. Alle Teile selber angefertigt. Ja. Das ist super. Klasse. Wann ist die Maschine denn fertig geworden? Dieses Frühjahr. Wie lange haben Sie daran gebaut? Von 5,5 Jahre. Also, guten Respekt dafür. Herzlichen Glückwunsch. Darf ich hier mal kurz fragen, wer hier chauffiert wird? Das ist Chef von KGB. Oh, so weit oben angebunden. Ja, das ist Chef von KGB. Aber Sie, wollen Sie kaufen? Uri. Ach, guck. Also, wir werden nicht nur Oldtimer gedealt, sondern auch noch die eine oder andere Uhr. Jetzt, wie sehen Sie die Veranstaltung heute, trotz des schlechten Wetters? Ja, heute früh gucke ich zum Fenster raus, das miese Wetter, wie es die ganzen Tage schon ist. Ich bin selbst Veranstalter von Oldtimer-Treffen und da bin ich froh, wenn auch zu so einem Wetter jemand kommt. Und so muss ich bei der Seite auch dasselbe sagen. Deswegen waren wir da. Mit was sind Sie anreist? Mit dem Volga. Das ist ein M21 von 1969. Haben wir von Russland einführen lassen. Dann viel Spaß heute noch. Danke. Und ich glaube, das Modell, was Sie hier haben, was ist das für ein? Ein Trabant 601 Kombi, Baujahr 88, 26 PS, den ich auch als Lehrling gebaut habe, bin in Trabant groß geworden. Und die Trabis selber, die reparieren Sie natürlich auch noch oder haben doch einen Griff? Ja, die habe ich noch in meiner alten Werkstatt in Forchheim. Das ist mein größtes Hobby, was ich habe. Eine tolle Maschine. Welches Modell haben wir hier? Ja, hier haben wir eine DKW, Baujahr 1936, RT100, also 98 Kubik, hat 3 Gänge und war auch so eingerichtet, dass ein Sozius-Fahrer, also ein junges, hübsches Mädchen damals in dieser Zeit mitfahren konnte. Ein Oldtimer gehört zu einem Oldtimer-Treffen. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Treffen hier in Seida? Ja, also ich habe schon viele, viele Jahre ist es her, dass das Interesse an die Oldtimer bei mir geweckt wurde. Schon zur Schulzeit hatte ich
Hilfsmotor, Fahrradhilfsmotor und bin dann auch DKW gefahren. Und als ich dann Vorsitzender vom Gewerbeverein gewesen bin, habe ich mir so gedacht, zum Bergfest wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn wir eine neue Attraktion dazu bringen. Und da habe ich vor 19 Jahren das erste Oldtimer-Treffen hier in Seida organisiert und durchgeführt, damals mit ca. 35 Fahrzeugen, hauptsächlich aus unserem Oldtimer-Club Freiberg, dem ich auch angehöre und Mitglied bin. Und dieses Treffen fand in Seida auf dem Nachbarplatz, hier auf Lutherplatz statt. Können Sie da stolz drauf sein, dass es sich so entwickelt hat? Nur heute nicht ganz so viele Teilnehmer, aber gerade im letzten Jahr war ja viel los. Ja, ja, also ich bin froh, dass es das Treffen überhaupt noch gibt, denn ich habe das 2018, das war das 15. Treffen, habe ich dann leider erstmal abgeben müssen, aber wir haben einen Mann gefunden, den Bigmann Uli, der das verantwortungsbewusst und auch sehr gut weiter fortführt. Ich bin dort hilfreich, stehe ich mit zur Seite. Ich habe es deshalb abgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Aber es sind froh, dass es weiter existiert und auch vielleicht nächstes Jahr wieder eins sein wird. Ja, selbstverständlich. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich das 20. miterleben darf und auch mit organisieren und durchführen darf. Also das ist mein Wunsch und ich denke, es wird dazu kommen, wenn man gesund bleibt. Vielleicht haben wir dann in einem Jahr besseres Wetter.